Die reine Sklavenhaltergesellschaft mit vielen Sklavenhaltern. Norbert Nelson, internationale Sozialisten. Während die unreine Sklavenhaltergesellschaft noch von 5000 vor unserer Zeitrechnung bis vor 800 vor unserer Zeitrechnung etwa reichte, also 4200 Jahre lang, dauert die reine Sklavenhaltergesellschaft nur noch von 800 vor bis 500 nach unserer Zeitrechnung, also nur noch 1300 Jahre. Das kann im Wesentlichen damit begründet werden, dass Ägypten und Mesopotamien eigentlich nur selten und relativ kurz und wenig Sklaven hatten. Griechenland und Rom dagegen hatten wegen des aufwendigen Lebensstils des Adels viele Sklavenhalter und Sklaven. Sie benötigten immer mehr Soldaten, um die Sklaven zu fangen und zu kontrollieren. Um diese Soldaten zu beköstigen, brauchte man wiederum Sklaven. Deshalb musste das Römische Reich ständig wachsen. Die Grenzen der Wachstumsmöglichkeiten führten folglich zu einer stetigen Schrumpfung, was dann aber auch zu einem schnellen Ende geführt hatte. Griechenland nach der Mykenischen Palastzeit 1420 bis 1190 vor unserer Zeitrechnung folgten die dunklen Jahrhunderte von Griechenland 1200 bis 800 vor unserer Zeit. Nun folgte von 800 bis 500 vor unserer Zeit die griechische Kolonisation in Form von Städtegründungen rund um das Mittelmeer. Von 500 bis 336 vor unserer Zeitrechnung war die mächtigste Entfaltung der griechischen Kultur, die ein Fundament für den Orient und den Okzident bildete. Griechenland hatte sich erst unter Alexander dem Großen ab 333 vor unserer Zeit mit der Isoskreiderei zu weit ausgedehnt und sich auch gleich überdehnt, so dass Rom es leicht einholen konnte und alle Eroberungen von Griechenland wie Ägypten und Byzanz und Griechenland selber übernehmen konnte. Die Griechen sind außer Alexander dem Großen sonst mehr hervorgetreten durch große Denker, Philosophen, Bildhauer, Mathematiker, Physiker und Biologen, Historiker, Dramatiker, Architekten, eben die Kopfarbeiter. Hier ist der Homo sapiens schon mit gewaltiger, abstrakter Arbeit hervorgetreten. Archimedes 287 vor bis 1200 vor. Archimedes-Schraube, Link 2. Störe meine Kreise nicht, auch wenn ihm das angedichtet wurde. So passt das zu den Griechen seiner Zeit. Sie haben rund um das Mittelmeer einige Städte gegründet und auch Bauwerke hinterlassen. Darunter auch in Rom. Nicht lange nach Alexander, 146 vor unserer Zeit, war die hellenische Zeit schon beendet, inspirierte aber weiter das römische Imperium. Römisches Imperium. Bevor es aber mit Rom erst richtig losging, hat Rom erst einmal seinen gefährlichsten Konkurrenten Karthago ausgeschaltet. 146 vor unserer Zeit war Karthago etwa gleich groß wie Rom, aber mehr zerteilt. Sardinien, Korsika, Spanien, Sizilien,
und Karthago mit Nordlibyen. Die Römer haben mit dem Feldherrn Scipio die Stadt zerstört und 50.000 Überlebende von 500.000 in die Sklaverei verkauft. Link 5. Die Karthager wollten sogar ihre Kriegsschuld aus dem Zweiten Punischen Krieg gleich bezahlen. Aber Rom lehnte das ab. Zitat Wikipedia. Link 6. Nach erneuten Plünderungen Massinissas, der Nachbarkönig, auf karthagischem Gebiet, schlug Karthago erstmal zurück, ohne Rom vorher um die Erlaubnis im Krieg gefragt zu haben. Diese Verletzung des Friedensvertrages von 201 vor unserer Zeit sah Rom als das Casus Belli Kriegsgrund. Der römische Senat beschloss 150 vor unserer Zeit die Zerschlagung des karthagischen Reiches. Zitat Ende. Da es nur um die Ausschaltung der Konkurrenz ging, hatte Machiavelli um 1513 so gesehen. Link 7. Wenn der Fürst ein anderes Land nicht mehr beherrschen kann, dann stifte Chaos, war sein Rat. Mit der Konkurrenz hatte Machiavelli recht gehabt, denn die Karthager waren ja bereit, ihre Waffen abzugeben und wollten sogar 300 Adlige als Geiseln übergeben. Aber die Römer legten nach und verlangten, dass die Karthager die Stadt verlassen sollten und sich 15 Kilometer vom Meeresufer entfernt wieder neu ansiedeln sollten. Da mussten die Karthager ablehnen und wurden dann niedergemacht und 50.000 überlebende Karthager in die Sklaverei verkauft. Sie mussten das ablehnen, weil sie 15 Kilometer entfernt vom Meer gar nicht mehr ihre äußeren Gebiete, Spanien, Sizilien, Sardinien und Korsika, hätten halten können. Und damit waren sie nämlich größer als Rom. Darum ging es den Römern, sie klein zu machen. Das hat Machiavelli richtig erkannt. Kaum hatte das römische Imperium seine größte Größe schon um etwa 230, jetzt immer nach, erreicht, ging es eigentlich schon wieder abwärts. Da sich nichts mehr ausweiten konnte, versagte das Lawinensystem. Die Barbaren fielen immer öfters im Imperium ein und die Soldaten und ihre Feldherren spalteten sich immer öfters ab. Die Reichsgrenzen wurden immer unsicherer. Karte, Link 9. Die Reichskrise des 3. Jahrhunderts folgte, in welcher sich die Soldatenkaiser dem Ansturm der Germanen am Rhein und Donau, besonders der Alemannen und der Goten, ausgesetzt sahen. Im Osten fielen immer öfters die Perser und die Sassaniden ein. Die Römer hatten die Überdehnung auch selber bemerkt und deshalb das Reich 395 schon selber zweigeteilt. In Palmyra trennte sich ein Königreich bis in die Türkei ab. Im heutigen Britannien und Frankreich trennte sich ein Soldatenkaiser im Imperium Galileum ab. Das Heer musste immer öfters Feuerwehr spielen und dabei wurden die Soldaten immer unzufriedener. Der germanische Heermeister, Oberbefehlshaber Ricimer, wütete blutig bei Generälen und Kaisern, die nicht taten, was er wollte. Auch im Innern war die Verwaltung marode geworden.
ab 400 überfielen die Hunnen mit ihrem Anführer Attila Rom, was bei den Goten und Franken einen Dominoeffekt auslöste. Vor allem der Verlust Afrikas an die Vandalen 435 und der König Geiserich war ein schwerer Schlag für das Römische Reich. Der Regierungssitz wurde von Mailand nach Ravenna verlegt. Zitat Wikipedia. Link 10. Der Untergang des Römischen Reiches. Und selbst Italien geriet immer mehr unter Einfluss der Germanen. 410 plünderten meuternde Westgoten die Stadt Rom. 455 folgten ihnen darin die Vandalen. 472 schließlich die Kriege Ricimers. Zitat Ende. Schließlich setzte 476 der germanische Heermeister Odoaker den Romulus Augustulus als weströmischen Kaiser ab und ernannte sich selbst zum König. Er gab den fremden Soldaten das Land, das er ihnen versprochen hatte. Rom verdankte seinen Aufstieg der Zuwanderung. Somit konnte er seine Grenzen schützen. Als es nicht mehr wachsen konnte, wurden die Soldaten immer unzufriedener und daher die Grenzen unsicherer. Die Römer wollten keine Einwanderer mehr und deshalb zerfiel das Reich noch schneller. Das Unvermögen der Römer, aus der Zuwanderung eine Quelle der Stärke zu machen, war eine der bedeutenden Ursachen für den schnellen Niedergang des Römischen Reiches. Diese Lehre können wir aus Roms Untergang lernen. Und das sollte der AfD als Beispiel dienen für ihre zerstörerische Politik. Es folgte nach Odoaker auch nur als König der Ostgoter, Theoderich der Große in Ravenna. Unter dem oströmischen Kaiser Justinian konnte Westrom noch einmal zurückgewonnen werden. Aber nach seinem Tod 562 fiel Südspanien an die Westgoten und Italien an die Langobarden. Das war das Ende des antiken Imperiums. Zitat Wikipedia. Link 11. Der fränkische König Karl der Große war der erste nachrömische Kaiser Westeuropas, der sich gemäß der Translatio Imperii in der Folgeschaft der römischen Kaiser sah. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte, die wir in unserer neuen Fortsetzung »Woher kommen wir, wohin gehen wir?« 3b über den Feudalismus sehen werden. Auf alle Fälle handelt es sich bei allen drei Klassensystemen Sklavenhaltertum, Feudalismus und Kapitalismus um Gesellschaftssysteme mit eingebautem Niedergang. Das haben wir sehr schön bei den Römern verfolgen können. Im Sklavenhaltertum war die Grenze genau wie im Kapitalismus, da als das System außen nicht mehr wachsen konnte, wogegen bei dem Feudalismus die Grenzen von den inneren Wachstumsmöglichkeiten gebildet werden, die tendierten gegen Null. In der Basisdemokratie der Arbeiterräte, aber wird die Arbeitergesellschaft überhaupt nicht von irgendeinem Wachstum abhängig sein, weil kein Mehrwert oder Mehrprodukt mehr dem Wirtschaftskreislauf entzogen wird. Da die Menschen aber nicht mehr auf Konkurrenz getrimmt gegen ihre Natur verkuppelt werden, werden wir locker ohne Wachstumszwang das Hundertfache von dem inneren Wachstum
im Kapitalismus erreichen. Ja, aber sahen wir zur Rechten wie zur Linken ein Kaiser nach dem anderen niedersinken. Das war, wir wissen auch, dass das mit dem jetzigen Imperium geschieht, das ach so traurige Sklavenhalterlied.